So, hallo Bienenfreunde, hier ist jetzt mein Volk, wo ich die Mini Plus, also praktisch den Kunstschwarm für die Mini Plus rausgenommen habe. Da gucken wir jetzt mal rein. Ich will erstmal den Honigraum nachschauen. Weil die Linde blüht ja. Ob sie da jetzt schon was eingetragen haben. Sieht ganz so aus. Also die schon schön schwer gegen letztes Mal. Ja, das war ja eine Wabe, wo ich mache hier oben auf den Oberträger, löte ich unten immer einen Holzspieß auf, oder so einen Schaschlikspieß aus Holz. Und da haben die gleich die Richtung. Da brauche ich keine Mittelwand, kein Mittelwandstreifen. Da bauen die immer schön sauber runter. Hier haben sie jetzt Drohnenbau gemacht. Was auch nicht weiter schlimm ist im Honigraum. Passt mir Honig rein. Ja. Hier sieht man es oben in der Ecke. Ja, hier ist ja Spieß noch zu sehen. Und hier haben sie jetzt auch Drohnenbau. Die Wabe. Wenn sie die dies, oh, die ist schon richtig schön schwer. Seht ihr, das ist der glänzende Lindenhonig drin. Die ist schon richtig gut schwer. Gut, brauchen wir nicht weiter gucken. Schieben wir die wieder rein, nehmen den Honigraum noch runter. Drei Honigräume haben sie genug Platz für die kommende Tracht. So, das ist der dritte Honigraum. Gucken wir auch mal nach. Ja, die werden auch schon schön schwer hier. Schauen wir auch nicht weiter. Die haben schon wieder schön verkittet hier. Nun bleibt ruhig, ich weiß, heute ist nicht euer Wetter. Sieht ein bisschen nach Regen aus. Packen wir mal den Deckel hier oben drauf. So, dann kommen wir jetzt mal hier zum Brutraum. Ist auch ein Volk, das sich sehr schön ohne Rauch bearbeiten lässt. Also mit sehr wenig im Prinzip. Trotzdem ist hier weiselos warm. Wir sollten jetzt schon, es ist ja nun auch fast also sieben Tage her, wo ich den Mini Plus Ableger, oh, die Mini Plus gebildet habe aus diesem Volk. Es ist also jetzt weiselos. Es tut aber nicht dergleichen, als ob es weiselos wäre. Oh, hier brummt ein Drohnen. Der beschwert sich über das Absperrgitter. Die Wabe ist leer. Da ist keine Brut drauf.
Hier ist verdeckelte Brut. Propolis. Jetzt sehr viel Propolis drauf. Nochmal gleich mal abmachen. Also bis jetzt noch nichts zu sehen von der Weißelzelle hier. Verdeckelte Brut und Drohnenbrut. Ja, und der Nektar tropft raus. Ja, aber hier Sensor. Objekte der Begierde hier. Hier haben sie die Weißelzellen angelegt auf der Wabe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also hier sind fünf drauf. Also auf der Wabe haben sie fünf angelegt. Die sollten nächste Woche schlüpfen. Und gucken, ob sie auf der anderen Wabe auch noch welche haben. Ja, hier haben sie auch noch. Eine schöne. Noch eine. Also hier haben sie sechs. Sechs Weißelzellen sind es insgesamt. Da müssen sie sich das wieder unter sich ausmachen. Wer gewinnt? Ich warte immer noch auf meine Königin. So, hier sind keine.
Okay. Also hier werden demnächst Königin schlüpfen. Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen hier. Von der Stärke her ist es auch okay, das Volk. Also Ende Juni werden wieder Bienen da sein, also Brut da sein. Bis dahin wird wohl die Königin dann in Eiablage sein. Ende Juni, Anfang, Mitte Juli. So, okay. Ja, ich mache euch wieder zu. Habt ihr gut gemacht. So, dann setze ich die Honigräume wieder drauf. Ja, da ist schon Gewicht drin. Nun komm, geh weg hier. Ja, da riecht es nach Nektar. Ja, im unteren Honigraum ist auch schon... Sind sie auch schon schön zugange. So, und den letzten, wo haben sie angefangen? Okay. Ja, mit der Linde sieht es ja so aus. Durch die Trockenheit bei uns, dass da wahrscheinlich nicht viel kommen wird. Sie fliegen zwar drin herum, man hört sie summen. Aber ob viel Honig rauskommt, ist eine andere Frage. Es hat ja schon wochenlang nicht geregnet bei uns. So, haben wir das Volk auch durchgesehen. Das war's dann für heute erstmal. Wir sehen uns ja nächste Woche irgendwann mal wieder. Ich mache jetzt hier noch 4 Völker, kontrolliere bloß die Honigräume. Hinten das Volk Nummer 1 ist ja eins meiner leistungsstärksten. Das hat jetzt ohne Linde und Sommertracht, ist das hintere hier, liegt das schon bei 45 Kilo hier. Und ich denke mal, als Standimker ist das ganz gut. Also Tschüss, bis zum nächsten Mal.